Hallo und herzlich willkommen wieder bei den Experten. Lieber Michael, auch dir hallo. Hallo, grüß Christian. Heute fange ich mit dem Rätsel an. Oh je. Ja, ich habe 5 Punkte und du schaust mal, ob du rauskriegst, wovon ich rede. Mhm. 18.08.49, Firmengründung, Punkt 1. Punkt 2, seit 1995 an der Börse. Punkt 3, 57.000 Mitarbeiter weltweit. Punkt 4, 900 Millionen Produkte pro Jahr werden verkauft. Und Punkt 5, 296,35 Euro war das Rekordhoch. Hast du eine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir uns vor meinem Thema schon mal ein bisschen abgesprochen haben. Und ach nee. Ja, echt ehrlich. Ne? Und vor allem, ich habe das dann auch recherchiert. Das gleiche wie du. Das ist total geil für die Zuschauer. Wir haben unabhängig zwei Masterminds. Also man sagt ja immer, große Hirne denken gleich. Weil ich habe natürlich auch recherchiert für unseren kleinen Talk hier. Aber dann lass es uns insofern mal spannend machen. Die Auflösung sagst du jetzt nicht, sondern die Auflösung wird gezeigt. Wir haben eine Kollegin mit dabei. Die gibt mir jetzt mal ganz einfach hier das, was die Auflösung bedeutet. Und zwar nämlich geht es heute um die deutsche Nationalmannschaft. Nein, nein, es geht einfach hier um. Wo steht es? Wo ist es? Die drei Streifen. Da. Und irgendwo steht auch Adidas. Da steht Adidas, genau. Ja, passt. So, vom Adidas geht das heute. Ja. Ja, sehr schön. Danke dir. Genau, Adidas. Jetzt mal weg von den lustigen Seiten. Geburtstag gehabt, 70 Jahre. Jo. Ja, ist ein großer Geburtstag gewesen, auch groß gefeiert worden. 40 Jahre älter als ich, genau, 40 Jahre älter als du. Okay, lassen wir mal so stehen. Ja. Schauen wir mal, was sich die Zuschauer dann Bild für machen. Jo. Ja, die Ergebnisse bzw. die Zahlen von Adidas. Der Kurs 296,35, das Rekordhoch. Aktuell sind wir bei 60, 70 rum irgendwo die Ecke. Also nicht so weit vom Hoch entfernt. Spiegeln die Geschäftszahlen das wieder? Ist das gerechtfertigt? Ja, definitiv schon. Ist natürlich die Frage, immer der Markt ist ja meistens, denkt er voraus, er kauft ja die Zukunft, nicht die Gegenwart. Genau. Da sind einige wohl mit den Gewinnerwartungen über das hinausgeprescht, was Adidas nämlich geliefert hat. Also währungsbereinigt gab es ein Umsatzwachstum von 4%. Der Markt hat da wohl ein bisschen mehr erwartet. Bis zum Jahresende möchte Adidas auch eher in Richtung 8% kommen. Also da muss man nochmal ein bisschen Gas geben im zweiten Halbjahr. Vielleicht Fußballsaison hat ja wieder begonnen. Die Laufsaison beginnt jetzt wieder für uns hier im Herbst, für uns Marathonis. Speziell für dich, also bei dir ist ja immer Saison. Also was ich so raushöre, du bist ja immer unterwegs, quer über die Welt zum Laufen, also zum Marathonlaufen. Du hast immer Saison, aber die eigentliche Marathonsaison in Deutschland fängt im Herbst an. So ist es definitiv. Und gerade jetzt in Berlin ist ja dann Ende September der Marathon. Da ist Adidas ja auch der große Sponsor. Da wird sich dann wieder zeigen. Vielleicht gibt es einen neuen Weltrekord mal wieder. Da soll auch ein Weltrekord gelaufen werden. Vielleicht in Adidas-Schuhen wie meistens. Bietet sich also doch also um das Wachstum okay, aber jetzt halt nicht ganz das, was der Markt so erwartet hat. Gewinnwachstum muss ich selbst mal schauen, ob ich da hinkomme. Gewinnwachstum, Gesamtjahressicht, der Gewinn wird ungefähr knapp unter der 2-Milliarden-Marke gesehen. 1,88 bis 1,95 Milliarden Euro. Ambitioniert das Ganze, aber man weiß ja, Kaspar Rosset liefert meistens. Ja. Man kann dazu auch sagen, positiv, Adidas bis jetzt dieses Jahr immer noch, glaube ich, die beste Aktie im DAX. Ja, definitiv. Das habe ich auch gelesen, die beste Aktie im DAX. Ja, also das will ja auch was heißen. Als Sportartikelhersteller mehr wert als eine BMW, mehr wert als ein Daimler. Absolut. Im Kopf auch erstmal ein Stück weit schwierig, ist aber so. Du hast auch vorhin den Höchstkurs gehabt. Ich habe den Niedrigkurs noch recherchiert, 8,95 Euro. Also ich konnte mich in den allerwertesten beißen, dass man da das ja nicht zugegriffen habe. Und auch, kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren war da eher so düstere Wolken über Adidas. Und dann auf einmal 2017 war das Jahr, dass das die Aktie wirklich durchgestartet. Also der Markt ist da schon sehr zufrieden mit Adidas. Man sieht es ja, sonst wäre es ja nicht die stärkste Aktie dieses Jahr im DAX. Was ein bisschen einige so ein bisschen nervös macht, vielleicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was da ungefähr um die 24 herum das wäre hoch, im nächsten Jahr. Das ist recht hoch. Relativ gesehen. Relativ hoch, aber man kann ja auch sagen, wenn der Gewinn vielleicht mehr steigt als erwartet, dann würde das ja schon der Kurs jetzt schon reflektieren. Was sind denn die Wachstumstreiber? Jetzt sage ich mal, wir kriegen in Deutschland, zumindest sagt das das IFO-Institut, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eine Rezession, was ja wiederum bedeutet, das Geld sitzt nicht ganz so locker, man kauft sich vielleicht auch nicht unbedingt das Fußball-Equipment, so ein paar Schuhe kosten ja auch Geld. Ja? Gibt es andere Wachstumstreiber? Ja, Wachstumstreiber gibt es zwei eigentlich. Das meiste, also das größte Wachstum kommt aus dem chinesischen Markt. Okay. Klar, China ist für viele, ob so eine Automobilindustrie ist, für viele Firmen ist das ja immer noch das Land, was noch erschlossen werden kann. Und gerade natürlich für Sportartikel, auch China will ja auch im Fußball reüssieren. Irgendwann will die China auch mal Fußball-Weltmeister werden, die Weltmeisterschaft ausrichten. Und da ist sicherlich für Adidas noch relativ viel drin.
Natürlich hier auch wieder das Fragezeichen, wie fast in jeder Sendung, die wir zusammen machen, einem Handelsstreit, gibt das genau. Da leider immer das gleiche Thema. Immer das gleiche Thema, also ist so langweilig, dass wir es heute mal weglassen. Weil der zweite Punkt ist der Onlinehandel. Wir hatten irgendwann auch schon mal über Adidas geredet, die haben ja auch einen Store hier auf der Zeil drüben. Ja. Also sehr imposant. Sehr imposant, genau. Die sind also hier auch natürlich online, offline, offline vertreten. Aber online sind die Aktivitäten von Adidas auch sehr stark gewachsen. Ich habe da vorhin mal in der Suchmaschine reingeguckt und schwupp kommt direkt der Adidas-Store raus, da kann man dann auch nicht einkaufen. Also das ist, da ist Adidas auch ganz gut aufgestellt. Und gerade auch das Online-Geschäft, man kann sich ja die Schuhe auch mit so einem 3D-Drucker, wie das immer so genau. Schön heißt, produzieren lassen, sodass sie wirklich customized auf genau diesen einen Fuß passen und so weiter genau. Und so fort. Habe ich auch schon gemacht. Licht und Schatten, Gewinnmitnahmen gab es, das ist der Fakt. Ja. Ja, vielleicht geht es weiter, muss man schauen, wie die Aussichten sind, wie das Geschäft weiterläuft. China, kommt die Rezession in Deutschland, in Europa? Ja, nein. Viele Faktoren, die den Preis oder den Aktienkurs bestimmen werden. Mhm. Sie können Ihre Meinung natürlich wieder umsetzen mit Produkten von X-Markets, zu finden unter www.xmarkets.de. Dir wie immer herzlichen Dank und gute Läufe in Zukunft. Dankeschön. Und weiterhin. Danke. Und Ihnen noch eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut.